herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Ich drehe heute wieder einen Vlog. Es ist 6.51 Uhr. Ich sehe richtig fertig aus. Ich mache mir jetzt auch erstmal Augenpads drauf. Heute ist ein extremst voller Tag und ich dachte mir so, das kann ich eigentlich mal ganz gut dokumentieren und hoffe, dass ich zwischendrin halt wirklich immer daran denke, die Kamera mitzunehmen und das aufzunehmen. Ihr hört vielleicht den kleinen Babyfon im Hintergrund. Ich mache mir nur schnell die Augenpads drauf, dann mache ich ihn erstmal, also ziehe ich ihn erstmal an. Er hat noch nicht nach mir gerufen, er ist noch am Spielen, wahrscheinlich sein Bett umräumen oder so. So, ich habe hier Karls Frühstück. Er wird heute komplett im Kindergarten frühstücken. Er wird auch zu Hause vorher eine Kleinigkeit essen, aber den Hauptteil wird er praktisch im Kindergarten essen. Wie spät ist es jetzt? Um 7. In einer halben Stunde müssen wir los und dann ist er kurz vor 8 dort und frühstückt dann halt direkt dort. Boah, ich bin... Nicht wundern über das Chaos, das ist mein sauberer Abwasch, der da trocknet. Das ist der Inhalt meines Backofens, der da einfach steht, weil ich gestern Abend was im Ofen gemacht habe und dazu logischerweise ausräumen musste. Wir sind echt spät dran, deswegen habe ich jetzt gar nichts mehr gefilmt. Ich habe mich fertig gemacht. Ich selbst habe noch nichts gegessen. Karl hat was Kleines gegessen. Ich habe jetzt hier seinen Rucksack. Er hat jetzt auf den Fahrstuhl. Ich habe jetzt noch ungefähr eine halbe Stunde Zeit, bis ich los muss. Und werde in der Zeit mein Frühstück essen. Und meinen ersten Anruf erledigen, sofern da gleich jemand rangeht. Nee, Moment. Ich brauche Schlüssel. Ich habe bei Karl jetzt nämlich verschließbare Fenstergriffe anbringen lassen, weil er mir hier sonst, also ich habe sonst Angst, dass er mir hier irgendwann mal rumklettert. Ich habe heute noch gar keinen Kaffee getrunken. Ich habe jetzt gerade ich habe jetzt gerade meinen Mulchi gegessen und schaue jetzt gerade, was ich mir für einen Kaffee mache. Das ist das Problem, wenn man eine große Auswahl an Sorten hat. Nö, ich trinke jetzt einfach einen Espresso und dann ist gut. Ich habe ja schließlich auch Espresso-Tassen. Also wenn das keine Punktlandung ist, dann weiß ich auch nicht. Ich bin wieder zurück von meinem Termin. Ich war beim Arzt und zwar... Ich weiß nicht, ob ich das schon mal in den Vlogs vom Anfang des Jahres erzählt habe. Ich hatte Anfang des Jahres Magenprobleme und jetzt wieder. Also nicht Anfang des Jahres, das hat letztes Jahr auch im Dezember, nein, vorletztes Jahr, nee, letztes Jahr im Dezember angefangen. Jetzt haben wir November und mir geht es nicht so schlimm wie damals, aber es könnte wieder dasselbe sein. Ja. Aber der Arzt, den ich jetzt hier habe, ist wesentlich kompetenter als alle Ärzte, von denen ich in Osnabrück behandelt wurde. Deswegen glaube ich, dass es hier alles zum einen schneller gehen wird mit irgendwelchen Untersuchungen, Diagnosen und was auch immer. Und es auch zur Abwechslung vielleicht mal eine richtige Diagnose sein könnte. Ich bin dann auch mal wieder zu Hause. Also... Ich war zuallererst bei einer Arztpraxis, wo ich nur einen Termin ausmachen konnte, indem ich da hinfahre. Keine Ahnung, was das schon wieder für eine Logik ist. Jedenfalls habe ich jetzt einen Termin für eine Magenspiegelung im Februar. Genau, dann war ich in der Apotheke. Dann war ich einkaufen, habe einen Wocheneinkauf gemacht. Ich habe ja irgendwann neulich in einem Vlog mal gesagt, dass ich euch zeige, was ich so eingekauft habe. Bei einem ganz normalen Wocheneinkauf. Kaffee-Dings da waren im Angebot, haben fast 40% weniger gekostet als sonst. Dann habe ich auf jeden Fall Brötchen, Toastbrot, einmal Vollkorn und einmal das normale. Ich habe noch einen Topf Petersilie auf jeden Fall, den habe ich schon ins Fensterbrett gestellt. Dann hier sowas, das ist für Karl zum Nikolaus, also das dauert noch ein Stück. Dann habe ich Blaubeeren und Himbeeren. Eine Tütensuppe, die mag Karl eigentlich sehr gerne. Kleine Joghurts, nochmal eine andere Sorte kleine Joghurts. Kochsahne. Ein Stückchen Butter. Noch mehr Tütenzeug, einen Mozzarella, noch einen Mozzarella, Tofu, Kochsahne, Reibekäse,
Freibekäse ist wieder runtergefallen. Ganz viele Joghurts, ein paar Augenpads, noch ein Reibekäse, noch ein Kaffee. Dann haben mich die Lebkuchen angelacht. Das ist jetzt kein Weihnachtsgebäck, aber auch was Gutes. Die mussten auch mit. Ein Hefewürfel, eine Klobürste. Des Weiteren habe ich Tomaten und rote Paprikas, einmal Mehl, Öl, einen Tomate-Basilikum-Brotaufstrich, einen Tomate-Mozzarella-Brotaufstrich, Nutella, gefrorenen Brokkoli, weil ich noch nicht genau weiß, für wann der ist, vegane Mayonnaise, Pizza, was auch sonst, ein Bund Suppen. Grün, Suppengemüse, Suppengrün, okay. Dann noch zwei Bananen, zweimal zwei Bananen, eine Gurke, zwei Zwiebeln, zwei Süßkartoffeln, einen Sack Kartoffeln und Brötchen. Ich glaube, das war's. Mehr habe ich nicht. Und wenn doch, dann ist es noch im Auto und ich habe es irgendwo dann unter meinem Sitz verscharrt, keine Ahnung. So, eine dritte Packung Lebkuchen ist leer. Das war jetzt mein Mittagessen. Ich habe gleich einen Videocall-Dings-Termin, was auch immer. Und muss mich dafür jetzt vorbereiten. Nein! Ich muss noch ein Zoom-Update machen. Scheiße. Bitte, bitte, bitte. Fortfahren. Installieren. Ich bin mittlerweile wieder zu Hause und sitze hier mit der Wäsche, die aus dem Trockner vorhin, also der Trockner ist vorhin fertig geworden. Ich habe die aber nicht rausgenommen, ich habe die jetzt rausgenommen. Ja, mein Video-Dings da, was auch immer, Video-Call-Termin war sehr erfolgreich. Ich hoffe, mein Handy fällt jetzt hier nicht gleich hinter das Sofa. Ja, ich habe dann direkt Karl geholt und er ist jetzt hier noch am Kaffee trinken machen. Und ich kümmere mich ein bisschen um die Wäsche. Und dann möchte ich eigentlich für heute Abend was kochen. Ich habe mir bloß noch nichts Konkretes überlegt. Ja, ich sitze jetzt hier in meiner Küche. Ich würde euch gerne, okay, ihr könnt es vielleicht ein bisschen sehen, zeigen, wie beschlagen mein Fenster ist. Ich bin nämlich gerade dabei, ohne mich großartig darüber zu belesen zu haben, Karls Kindergartenbeutel, also er hat im Kindergarten einen Beutel bekommen, das ist schon ein Stück her, und den sollten wir gestalten und dann hängt er dort an seinem Haken und dann wird da praktisch so seine Mütze und sowas reingetan. Ich werde den jetzt batiken, beziehungsweise ich bin schon dabei, ich habe das alles so geknotet und so. Wie batiken funktioniert, weiß ich, aber ich habe mich nicht belesen bezüglich der Färbung Naturmaterialien. Also das Einzige, womit ich Erfahrung habe, ist Avocadoschale, aber die macht halt rosa. Deswegen, wehe, das fällt jetzt um. Deswegen habe ich die nicht genommen. Einen wunderschönen guten Morgen. Heute ist der zweite Tag in diesem Vlog und ich habe ja gestern, habe ich das erzählt? Ich weiß nicht. Ich habe gestern Karls Kindergartenbeutel eingefärbt und das Ergebnis präsentiere ich euch jetzt. Und zwar haben wir den gebartigt. Der hat jetzt, ihr seht hier noch ein paar Fusseln so, aber an sich dieses Batik-Ergebnis ist so unfassbar gut. Dazu, also das ist jetzt voller Selbstlob, ne? Dazu kommt halt auch einfach noch, dass wir den eingefärbt haben mit Currypulver, also in Currypulver gekocht. Und ich finde den so schön. Ich freue mich da gerade so sehr drüber. Ich habe den praktisch gestern gebartigt. Also das abgebunden habe ich mit Angelsehne. Ich hatte keine andere Schnur. Dann habe ich den halt da in, also ich habe erstmal so das Currywasser da aufkochen lassen und den dann da einfach noch ein ganz Stück mitgekocht. Dann rausgeholt, direkt ausgespült erstmal komplett. Dann habe ich
die Schnüre abgeschnitten und den dann im Bad zum Trocknen aufgehängt. Und jetzt habe ich ihn heute Morgen, war er fast trocken, in die Waschmaschine getan, einmal spülen lassen und eine Viertelstunde bei vollster Umdrehung schleudern. Der ist jetzt praktisch so trocken, dass ich ihn jetzt gut auf die Wäscheleine aufhängen kann. Und dann hoffe ich mal, dass er morgen ist Freitag, dass er morgen trocken ist und wir den dann mitnehmen können in den Kindergarten. Und Karl dann dementsprechend da auch schon was reintun kann. Ich finde es total cool, wie gut dieses Currypulver gefärbt hat und wie gut das Bartiken funktioniert hat mit der Angelsehne. Ich war gerade laufen, ich weiß nicht, ob man sieht, dass ich ein bisschen rot bin. Es war heute also wirklich kälter als überhaupt die anderen Male, wo ich jetzt laufen war. Und ich bin so fertig, ich habe meine Strecke von 4 Kilometern, die ich die letzten Male gelaufen bin, also nicht geschafft. Also ich hätte sie geschafft, ja, aber ich war heute so schlecht in Form. Ich habe richtig falsch geatmet, sage ich mal. Also ich hatte ziemlich schnell Seitenstechen. Ich glaube noch, bevor der erste Kilometer um war. Das hatte ich bis jetzt nur einmal und das war dann irgendwann gegen Ende, sage ich mal, der 4 Kilometer, dass ich Seitenstechen bekommen habe. Da bin ich meine Route heute andersrum gelaufen. Das war scheinbar falsch. Ich bin sonst immer, also nicht immer dieselbe Route, sondern ich habe das immer ausgeweitet und mit Variationen, Schlängeln, was auch immer. Aber ich bin praktisch sonst immer gegen den Uhrzeigersinn gelaufen und heute im Uhrzeigersinn, sag ich mal, um mein Haus herum. Wenn ich, also daran mache ich das ja fest, weil ich hier loslaufe. Ja, das war irgendwie heute scheiße. Ich wollte eigentlich 5 Kilometer laufen und ich dachte, wenn ich die 4 Kilometer wieder so locker easy peasy hinkriege, wie am Montag oder Dienstag, wo ich diese Woche schon laufen war, dann kriege ich den 5 Kilometer auch hin. Ich musste heute 2 Pausen, glaube ich, machen. Bin 3,4 Kilometer gelaufen, bin fertig, als wäre ich 10 Kilometer gelaufen und hatte ungefähr die ganze Zeit Seitenstechen. Ich glaube aber, das liegt auch ein bisschen daran, dass ich so schlecht geschlafen habe. Deswegen gerade echt nicht in Form bin. Aber das motiviert mich, morgen nochmal zu laufen und ich denke mal, dass es morgen wesentlich besser gehen wird, weil ich jetzt diesen Misserfolg erlebt habe und morgen mir denke, scheiße, das kannst du nicht nochmal machen, du musst dich morgen richtig anstrengen und dann laufe ich bestimmt morgen meine 5 Kilometer. Ich gehe jetzt erstmal duschen, ich bin so am Ende. An der Stelle möchte ich das Video beenden. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Jetzt noch mal so 1,5 Tage bei uns im Alltag mitgenommen worden zu sein. Das waren jetzt ungefähr 27 Modalverben auf einmal. Ich weiß nicht, ob das jetzt richtig war. Jedenfalls drehe ich jetzt noch ein anderes Video und dachte mir, ich beende das jetzt an der Stelle. Genau, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ich verlinke wie immer das letzte unten drunter, ich verlinke Instagram unten drunter und ich würde mich freuen, wenn wir uns im nächsten Video wiedersehen.